herzlich willkommen zurück zu Pokémon Rote Edition. Wir haben beim letzten Mal Misty den Quellorden abgekratzt sozusagen und sind über die Nuggetbrücke gegangen. Ich hatte kurz schon erwähnt, dass es hier diesen einen Glitch gibt, wo man Mew fangen kann, wenn man ein Abra hat und dann den Teleport anwendet. Und zwar geht es irgendwie, wenn man hier steht, muss man dann einen Schritt nach unten. Und bevor der Trainer, der hier steht, also bevor man in das Sichtfeld von ihm kommt, auf einen zuläuft, muss man das Startmenü öffnen, sich weg teleportieren lassen. Und dann kann es passieren, dass man ein Mew findet. Aber zuvor muss man noch zwei andere oder weitere Trainer besiegen, die sich hier in dem Bereich befinden. Und zwar ist das, ich glaube, dieser Trainer und der obere von den zwei rechten. Ja, wir wollen zu Bill und er möchte aber vorher mit uns kämpfen. Dann soll er es mal probieren. Das ist ein Wanderer, also wird er Stein-Pokémon haben und wie schon gesagt, er hat ein Onix. Ach, ich hätte mich nochmal heilen sollen. Naja, haben wir nicht gemacht. Nicht so schlimm. Also wir versuchen es so ohne großartige Kämpfe jetzt hier durchzukommen. Weil wir hier sowieso nochmal später zurück müssen. Und zwar, wenn wir den Zerschneider haben, um ein Item zu bekommen. Also vom Typ her kann unser Divon nicht unbedingt viel gegen dieses Onix machen. Wir haben vielleicht haben wir ja das Glück und es wird vergiftet. Genau, wunderbar. Vielleicht das Gift schadet jedem Zug dem Onix nochmal zusätzlich. Ich glaube, die Duo-Nadel hatte bis jetzt am meisten Schaden gemacht. Und Vibo hat mit einem KP überlebt. Wahnsinn. Was für Erfahrung. Also diesen Helden hier oder Trainer müssten wir eigentlich noch für den Glitch zuvor besiegen. Um den Glitch halt auslösen zu können. Und die Göre möchte kämpfen und setzt ein männliches Nidoran ein. Und ein weibliches hat sie auch noch. Dann probieren wir das auch gleich noch mit Vibor. Und wenn das nicht überlebt, dann ist es halt so. Wir sind dann gleich durch hier oben. Können dann wieder heilen. Ja, sie war eindeutig nicht in Form. Ich bin auf dem Weg zu einem Pokémon-Sammler. Warum steht er denn hier rum? Also auch wieder ein Wanderer, das heißt, er wird Stein-Pokémon haben und fängt an mit einem kleinen Stein. Das überlebt unser Vibo auf jeden Fall nicht. So, wir wechseln und zwar macht es Grotex. So, der hat zwar auch keinen Vorteil durch das Element, aber wir haben den Vorteil im Level. Und haben Kleinstein in Brand gesetzt. Also das ist genauso wie bei der Vergiftung. Nach jedem Zug die Verbrennung etwas Schaden zufügt.
Also, was hat er denn noch? Und noch einen kleinen Stein. Mal schauen, ob es hier auch wieder klappt mit der Verbrennung. Nein, nein, nein. Mashallah. Ist jetzt nicht unbedingt ein Stein-Pokémon, sondern ist eher ein Kampf-Pokémon. Findet man allerdings auch in den Höhlen. Und Glutexo erreicht Level 21. Und noch ein kleinen Stein. Das darf dann mal unser Garados machen. Hier hätten wir den Vorteil, dass Garados ja eigentlich Wasser ist, aber wir noch keine Wasserattacke können. Somit müssen wir halt uns nicht ganz die Zähne ausbeißen, da wir den Level-Vorteil haben. Und Kleinstein wurde besiegt. Wir haben den Wanderer besiegt. Ja, habe ich gerade gesagt, du hast mich besiegt und erhalten 455 Token oder so. Und hier ist halt dieses, dieser kleine Busch, um da hinten an das Item zu kommen, müssen wir Verschneider können. So, das ist die letzte auf unserem Weg. Und ihre Freundin hat so ein süßes Pokémon, sie ist sehr neidisch. Was hat sie denn? Ihre Freundin hat bestimmt ein Pipi, bin ich sehr davon überzeugt. Sie setzt Mirapla ein. Und ein Taubsi hat sie auch noch. Das dritte Pokémon, das sie hat, ist noch ein Mirapla. So, auch diese Göre haben wir besiegt. Sie ist doch nicht mehr neidisch, okay. Und hier wohnt Bill. Hallo, ich bin ein Pokémon. Nee, Spaß beiseite. Ich bin keins. Nenn mich einfach Bill. Ich bin ein waschechter Pokémaniac. Glaubst du mir nicht? Mir ist ein Experiment missglückt. Dabei wurden meine Zellen mit denen eines Pokémon kombiniert. Wie sieht's aus? Hilfst du mir? Ja, muss kommen. Ich gehe in den Teleporter und du startest von meinem PC aus das Zellteilungsprogramm. Und da haben wir Bill in seiner ursprünglichen Form. Klasse, danke Kumpel. Ey, wer hat gesagt, dass wir Kumpels sind? Du hast mir bei mir etwas gut. Bist du hier, um dir meine Pokémon-Sammlung anzusehen? Nein. Das ist schade. Wie kann ich dir nur danken? Ach, nimm einfach das hier. Wir erhalten das Bootsticket. In Orania City ankert ein großes Kreuzfahrtschiff, die MSN. Früher war es immer die MS Anne, aber eigentlich ist es die MSN. An Bord befinden sich nur Trainer. Sie haben mich zu einer Party eingeladen, aber ich mag nicht so viel Trubel. Hättest du Lust hinzugehen? Ja, und somit haben wir unser Bootsticket, wo wir auch als nächstes hin müssen und wissen natürlich jetzt auch, wo wir lang gehen müssen.
sollen. Weil bis jetzt hatten wir nicht unbedingt gesagt bekommen, wo wir weiterhin müssen oder wie auch immer. Aber Bill hat es uns jetzt verraten durch den Bootsticket, das er uns geschenkt hat. Und auch die Polizei ist hier, hat das Haus wieder freigegeben, was Team Rocket hier verwüstet hat. Und somit können wir da jetzt durchgehen, um nach Urania City zu kommen. Also hier sieht man wunderbar, wie Team Rocket alles verwüstet hat. Hey, bleib draußen, du hast hier nichts zu suchen. Was ich hier tue? Ich bin nur ein unschuldiger Passant, was? Du glaubst mir nicht? Und wir werden gleich schon wieder in einen Kampf verwickelt mit Team Rocket. Er hat einen Marshmallow. Ich hätte nicht tauschen müssen, na gut. Dann macht Frau Roga das Marshmallow fertig. Und glücklicherweise ging der Karate-Schlag daneben, weil der ziemlich stark ist. Oh, doch nicht. Gut, das wird dann wieder am Level-Vorteil liegen, dass wir ja doch 4 Level Vorsprung haben. Und ein Traumato, das haben wir noch gar nicht gesehen. Traumato ist ein Psycho-Pokémon. Und wir setzen dagegen Ratika ein. Und Ratika erreicht Level 21. Ja, ist gut, er gibt auf und verschwindet. Ich gebe dir die gestohlene TM zurück. TM 28. Ich gebe besser. Tschüss. Na dann, mach dich mal ab. So, auch hier auf dem Weg müssen wir erst den Zerschneider benutzen, den wir aber noch nicht haben. Wir wollen hier noch tauschen. Und zwar mit Gyarados am besten. Da Gyarados momentan noch auf Level 20 ist, die anderen bereits auf Level 21 sind. Ich überlege auch hier unten, also ich gehe jetzt hier mal lang, und zwar befindet sich hier unten die eine Pension. Und hier kann man Pokémon bei ihm lassen. Ich leite diese Pension. Soll ich eins deiner Pokémon großziehen? Ja. Welches Pokémon soll hier bleiben? Machen wir es oder machen wir es nicht? Nee, wir machen es nicht. Wir behalten die, also dann bis später, genau. Wir behalten die Pokémon so lange, bis dann eins nach dem anderen für unser endgültiges Team ausgetauscht wird. Besitzt du ein Nidoran männlich? Willst du es gegen ein Nidoran weiblich tauschen? Nö. Schade. Ja, also wie gesagt, wir tauschen dann unsere Pokémon einfach nur 1 zu 1 gegen die von unserem Endteam aus. Ansonsten wird nichts weiter gefangen oder ähnliches. Was sagt ihr? Schon viele Leute haben Dinge auf dem Tunnelpfad verloren. So, und auch hier die Trainer greifen uns an. Dich habe ich hier noch nie gesehen. Bist du ein guter Trainer? Ja, find's raus. Ein Käfersammler. Und er hat ein Smetbo schon.
wär's schon. Und na toll, Paralyse. Paralyse ist, dass wir nicht unbedingt mehr angreifen können. Ah nein! Ich wollte doch checken und ich platsche. Und Garados erreicht auf Level 21. Wir besiegen den Käfersammler und können weiter. Kämpfen? Meinst du mich? Na gut. Nur wenn sie unbedingt will. Eine Pfadfinderin. Die Paralyse hält so lange an, bis wir in ein Pokécenter gehen und uns hier heilen lassen. Aber glücklicherweise ist der Biss so stark, dass es gleich mit einmal besiegt ist. Ach, na toll. Also, die Topsys davor haben ja Sandsturm benutzt, beziehungsweise Sandwirbel. Somit wird unsere Genauigkeit reduziert und dann kann es halt passieren, dass die Attacken nicht treffen. Ja, es hat nicht ganz geklappt. Nur gut. Hatte ich da jemanden zum Kämpfen sprechen? Ja, wenn es sein muss. Und auch der Pfadfinder möchte mit uns kämpfen. Und er hat einen Habitat. Und auch Habitat ist mit einem Biss erledigt und Ratikal wird hoffentlich auch von Garados platt gemacht. Warum hat er ein Radikal Level 16? Das hat er bestimmt so gefangen, also in freier Wildbahn, weil, wie wir vorhin festgestellt haben, oder beim letzten Part, entwickelt sich Ratzfatz erst in Level 20. Und wir sind in Orania City angekommen. Hier von dem Typen, er ist ein Profi-Angler, von dem bekommen wir die Angel. Und spätestens hier hätten wir uns jetzt das Carpador geangelt, aber wir wollten ja von dem Händler das Carpador befreien. Damit es nicht mehr in unwürdigen Lebensräumen sein muss, sondern ein bisschen besser hat, und zwar bei uns, weil wir haben es ja auch weiterentwickelt. Und dann beende ich auch schon wieder meinen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen und beim nächsten Mal sehen wir uns dann auf der MSN. Bis dahin, ciao!